Herr Präsident, liebe Kolleginnen und Kollegen, meine sehr verehrten Damen und Herren! Die Bundesregierung und die Ministerpräsidenten haben heute einen bemerkenswerten Beitrag zur Versachlichung der Debatte über Abschiebung nach Afghanistan geleistet. Unser Koalitionsantrag möchte dies aufgreifen und gleichfalls mit dem Antrag ein neues Lagebild für Afghanistan einen Beitrag zur Versachlichung der Diskussion leisten. Und mir liegt es auch persönlich mit vielen Jahren Erfahrung mit Afghanistan daran, mitzuwirken, dass wir einen Beitrag zur Versachlichung hinbekommen. Blicken wir auf Afghanistan, so ist es schwer, mit mitteleuropäischen Maßstäben zu messen. 32 Millionen Einwohner, über 50 verschiedene Volksstämme, über 40 verschiedene Sprachen und Dialekte, wobei Paschtu, Urdu, Farsi nur die vielleicht bekanntesten sind. Und unter den Volksgruppen uns vielleicht Usbeken, Tadschiken, Hazara oder Paschtunen bekannt sind, vielleicht noch Belutschen. Wenn wir dieses Land betrachten mit 32 Millionen Einwohnern, muss uns bewusst sein, dass etwa 10 Millionen in heiß umkämpften Gebieten leben, aber 23 Millionen Menschen in befriedeten und ruhigen Regionen. Hinzu kommt, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass wir immer wieder die Lage in Afghanistan betrachten müssen. Und deshalb ist es nur zu begrüßen, dass Bundesregierung und Ministerpräsidenten ein neues Lagebild nach den Anschlägen der letzten Wochen angeraten haben. Wir unterstützen dies, meine sehr geehrten Damen und Herren. Aber gerade weil die Lage so komplex ist, wie ich sie eben vorsichtig und holzschnittartig angezeichnet habe, müssen wir uns auch die Anträge, die heute zur Debatte stehen, anschauen. Und da fällt von vornherein aus meiner Sicht der Antrag der Linken, der mit heißer Nadel gestrickt ist, aus, weil er überhaupt keine Rücksicht auf die Besonderheiten Afghanistans nimmt, sondern ein Pauschalurteil fällt. Und beim Antrag der Grünen, liebe Kolleginnen und Kollegen, haben wir ja eine Linie gefunden mit dem Koalitionsantrag, der sehr deutlich das Thema Abschiebungen zunächst aussetzt für die ganz normalen Flüchtlinge, die ausreisepflichtig sind. Aber Ihr Antrag hat einen gravierenden Fehler. Sie setzen mit Ihrem Antrag das Migrationsabkommen aufs Spiel, das die Bundesrepublik Deutschland mit Afghanistan verhandelt hat. Und dieses Migrationsabkommen hat zu etwas ganz Besonderem geführt. Es führt 18 Mal mehr Menschen kehren freiwillig nach Afghanistan zurück, als abgeschoben werden. Und Sie wollen die freiwillige Rückkehr aufs Spiel setzen. Das halte ich für falsch. Und deswegen ist unser Antrag, glaube ich, die ausgewogenere Lösung. Und ich will das auch mit Zahlen belegen. Im letzten Jahr und in diesem Jahr sind zusammen 3.700 Menschen freiwillig nach Afghanistan zurückgekehrt. Und nicht mal 200 sind abgeschoben worden. Es geht also nicht um massenhafte Abschiebungen, sondern es geht um Abschiebungen im niedrigen dreistelligen Bereich. Und wen schieben wir denn jetzt ab? Der Antrag, für den ich hier werbe, ist, dass wir weiterhin die freiwillige Rückkehr befördern. Das ist ganz wichtig, weil wir nämlich Anreize schaffen, weil wir damit auch gute Zusammenarbeit mit der afghanischen Regierung leisten und Einfluss nehmen können über die Art und Weise, wie mit rückgekehrten Migranten in Afghanistan umgegangen wird. Sie kriegen Förderprogramme. Und was die Abschiebungen angeht, meine sehr geehrten Kolleginnen und Kollegen, wir schieben ab Straftäter, wir schieben ab Identifizierungsverweigerer und wir schieben all diejenigen ab, die als Gefährder gelten. Und das ist doch genau richtig. Und in diese Antwort erwartet auch unsere Bevölkerung. Und ein Letztes. Es war Deutschland, das im Jahr 2001 und im Jahr 2011 Gastgeber war für die Petersberg-Konferenz. Und im Jahr 2011 haben wir uns, einige von uns waren dabei, hat sich unser Land verpflichtet, zusammen mit den anderen 40 Staaten in der Gemeinschaft für Afghanistan, dass wir alle Kraft aufwenden müssen, Afghanistan bis zum Jahr 2024 zu einem normalen Entwicklungsland zu machen.
Wir sind weit davon entfernt. Aber wenn wir ständig die Besten aus diesem Land weglocken und einen Braindrain verursachen, ist es genau das Falsche. Wir müssen kluge, gut ausgebildete Leute in das Land zurückbringen, Anreize schaffen. Dann werden wir auch unserer Verantwortung gerecht. Und deshalb rate ich auch dazu, dass wir diesem gemäßigten Antrag zustimmen. Wir werden dann im Juli die Lagebeurteilung bekommen und wir werden dann auch keine pauschalierten Abschiebungen haben, sondern wir werden nach Region und nach Einzelpersönlichkeit und Einzelfallprüfung weiterhin im niedrigen dreistelligen Bereich Abschiebungen vornehmen. Und wir setzen auf freiwillige Rückkehr und auf einen Wiederaufbau von Afghanistan. Das braucht die gesamte Unterstützung unseres Hauses. Und ich bitte Sie darum, dies zu unterstützen. Herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit. Die Kollegin Ulla Jelpke spricht jetzt für die Fraktion Die Linke.